Hallo Leute, ja, wir haben hier ein Problem, wie ihr seht, und das Problem steht hier im Lingens, und das, wenn man hier oben liest, ne, dann sieht man, es konnten nicht alle Haltestellen miteinander verbunden werden. Warum nicht? Ja, kein Weg, elektrisch. Ja, da ist unser Problem, ganz einfach. Dann würde ich sagen, nach dem Intro machen wir ein paar Hochspannungsleitungen dahin, dann geht das auch, ne? So, dann müssen wir nur Strom haben. Dann geht auch alles so, ne? Hochgeschwindigkeitsgleise, Wegpunkte. Wo kriege ich denn jetzt hier meinen Strom her? Da. So, und dann kann er jetzt fahren? Da fehlt es auch noch. So, jetzt ist die Frage, wann er fährt, ne? Oder kann er überhaupt nicht fahren, weil hier hinten überall ja, kein Strom ist, ne? Kann das sein? Ich glaube, jetzt müsste er fahren, oder? Also hier sehe ich jetzt überall Stromleitung. Ist der jetzt zu nah? Der hält jetzt passend an. Warum fährt er denn jetzt nicht hier, ne? Da ist er jetzt. Kein Weg elektrisch. Wo ist der? Kein Weg elektrisch. Wo ist jetzt das Problem noch, ey? Leitzkau. Wo ist Leitzkau? Da unten. Ich habe doch alles elektrisch gemacht jetzt, oder? Hier sind überall zwei. Alles zwei Masten. Das sind alles zwei Masten. Andere donnern hier lang, das ist die wahre Freude, ne? Überall sehe ich zwei Masten, außer hier. Hier fehlt's. Da fehlt's und deswegen geht's nicht. Und da auch nochmal. Klappt's jetzt? Das Ding ist immer noch da. Hier sehe ich aber überall zwei Masten. Hier sieht es komisch aus, aber ich habe es doch jetzt gesetzt, oder? Also ich sehe jetzt leider kein Problem mehr. Höchstens hier. Jetzt ist es aber, oder? Wo ist er denn jetzt? Fährt er jetzt? Da, wo er steht, oder was? Nee, ne? Aber wie ist er denn da hingekommen, ne? Das ist die Frage, oder? Oder wenn ich da nochmal draufklicke, ist es weg? Nein.
Hier ist doch überall Strom, oder? Ich sehe es jetzt nicht, ne? Ah, vielleicht hier noch. Also ich weiß nicht, wo er jetzt das Problem hat. Kann ich das hier anzeigen? Also ich sehe jetzt nicht, wo da das Problem ist. Ich sehe überall Hochspannungsleitung. Konfigurieren. Zug 5. Weißt du, was wir machen können? Nein, können wir nicht. Hier sind überall Masten, ne? So, das ist hier der Bahnhof, den will ich ja gar nicht. Ich muss nochmal hier hin und muss nochmal da hin, ne? Also wenn blau ist, dann ist doch immer alles gut, oder? Tja, ich weiß es nicht. Let's go Terminal, ne, Bräune. Ich will jetzt die Lok dann haben und dann schicke ich die nach Hause und dann wollen wir hoffen, dass das das Problem löst. Fahrzeug verwalten. Kommt der da raus mit Linie 4? Ich glaube, Linie 4 war da doch, ne, oder? Ja. So, jetzt müsste er ja da reinfahren, oder? Ach so, ich muss dahin. So, jetzt kommt er da auch raus. So, was macht er? Er hat jetzt hat er das, er hat es nur nicht geschnallt gehabt, wahrscheinlich, dass der Bahnhof ist, ne? So, jetzt haben wir es verdammt schnell laufen lassen, dafür haben wir auch 5 Millionen schon wieder auf der Kante, das ist schon mal gut. Da können wir also was weitermachen, ne? Und er fährt ja jetzt mit einer Person darunter zwar nur, aber naja, es wird bestimmt mehr werden mit der Zeit. Da kommt das Eisenerz hoch. Hier auch. Und da ist der dritte Eisenerzzug. Und alle fahren. Und hier ist der Passagierzug. Und der hat wie viel geladen? 51. Und hier stehen noch wie viel? 31. Okay. Jetzt kommen gerade ganz viele LKW rein. Und es kommt auch eine neue Straßenbahn rein. Mit 150. Nee, das ist ein Triebwagen. Aber das war keine Straßenbahn, glaube ich. Ja, gut. Wie schnell fährt denn er hier insgesamt? 100 km/h, okay, und die fährt 125. Könnte natürlich dann aufholen und überholen, ne? Wie schnell fährt der Zug? <lacht> 80 km/h, okay, das ist natürlich noch langsamer dann. Schwierig. Was macht unsere Produktion hier? Oh, jetzt haben wir mal kein Dingens mehr, keine Kohle mehr. Dafür haben wir das Lager voll von den anderen Klamotten. Da hätte ich jetzt nie mit gerechnet, ne?
Der bringt jetzt Kohle dahin. Fahrzeug verwalten. Schlechter Zustand von dem da. Ersetze gewählte Fahrzeuge. Und hier gab es ja neue Plan-LKW. Alle Güter. Kapazität 17. Eigentlich können wir den dann nehmen, ne? Obwohl der ist billiger, aber der kann mehr, ne? Oder ja. Wie schnell fährt denn der? 80. Ja, ersetzt die. Der sieht ja jetzt schon richtig schick aus, ne? So, und jetzt liegt hier alles andere natürlich, ne? Auch hier der Stahl liegt hier rum, ey. Und jetzt fehlt es hier am LKW. Da müssen wir noch einen dazu kaufen, glaube. Der fuhr hier unten rum, ne? Beziehungsweise kommt hier unten näher, ne? Weil hier das Depot ist. Den Kipper hier. Kaufen wir. Jetzt müsste man nur wissen, welche Linie das war. Hat gut geklappt, ne? Linie 10. Okay, dann fährt er da auch noch drauf. Tja. Der fährt hier auch noch den Stahl weg und hier liegt der ganze Stahl. Da müssen wir jetzt mal gerade nach dem Zug gucken, der da hinten hinfährt, ne? Für Stahlwerk oder das Stahl wegbringt. Ich glaube, da gehen wir nochmal auf den Bahnhof besser zu und gucken da nochmal rein. Linie 6 und Linie 26 hat gar nichts, oder was? Achso, der bringt das Eisenerz, okay. Ne, das war jetzt falsch. Da wollte ich nicht hin. Hier wollte ich hin, Linie 6. Der Zug ist 28 Jahre alt und ist wo jetzt? Hier gerade unterwegs. Okay. Und fährt wie schnell? 60, der könnte also schneller fahren. Fahrzeug verwalten. Fahrzeug klonen. Er hat jetzt 6 von diesen Rungenwagen da dran, ne? Hier, das war unser Topmodell momentan. Ach, da gibt es auch noch andere. Oh, die fährt schon 140 km/h. Oh, 12 Millionen. Das Geld haben wir natürlich nicht gerade über. 90 hier, die war mit 5,4 Millionen erreichbar sozusagen, ne? Wenn wir die jetzt nehmen und dann die Rungenwagen da dran hängen, ne? Welche haben wir denn? Da müssen wir mal gucken. Oh, hier ist ein großer Rungenwagen. 13er Kapazität hat der. Die hat nur 8. Oder der. Und wenn wir da 2 dran hängen, dann sind wir schon alle. Der hat 6 da hinten. Sechs mal 17 war das, ne? Ne, 6 mal 8. Okay. Und wie viel ist hier? 3 mal 13. Ist 39. Das heißt, wenn wir noch einen hinzufügen, haben wir schon mehr, wie das bei den anderen war, ne? Kapazität 52 und das war 48 dann, glaube. Der fährt immer noch 120. 109, die Länge ist dann noch entscheidend, ne? Okay. Ich würde es aber trotzdem machen. Wenn wir dann 9 Millionen zusammen haben und wir haben erst 6. Das wird ein bisschen schwer. Na, ich will jetzt nicht mit dem die ganze Zeit mitfahren. So, das wäre jetzt dieser Zug, den ich dann da basteln möchte, ne? Für 9 Millionen. Und den würden wir dadurch ersetzen. Oh, da kommt schon wieder eine neue Straßenbahn mit 60 km/h. Ja.
ersetzen oder sogar zeitgleich fahren lassen, ne? Wäre vielleicht auch noch eine Möglichkeit. Wenn ich den jetzt kaufe, ne, der war es nicht, der war es. Und wie viel kann ich denn da dran hängen? Ach so, ne, das ist jetzt verkehrt gewesen. Muss erst hinzufügen machen bei unser Diesel-Lok hier. So, das würde jetzt gehen. So, und jetzt den Rungenwagen dazu. Ja, der zweite geht momentan nicht. Dann hätten wir 26er. Aber ich will es mit den 52 fahren, ne? Das kostet mich 9,2 Millionen. Jetzt mittlerweile, hä, ist das teurer geworden? Kann das sein? Vorhin war das doch nur 9. So, weil die andere vielleicht abgerannt. Ach nee, die andere bringt die 200.000. Okay, mehr nicht. Hm, das ist traurig, ne? Dann würde ich die andere aber noch fahren lassen, weil die bringt mir ja doch das dahin, oder? Schwierig. Wenn ich jetzt einen wegnehme, naja, das ist dann auch kein großer Unterschied. Schwierig, was wir da machen. Ich glaube, ja. Fahrzeuge und Alter. Fahrzeug verwalten. Wenn ich die jetzt alle hier ersetze, die fahren alle Eisenerz, ne? Ja. Wo fahren die denn? Wo ist denn der jetzt am Fahren? Ach so, das ist der. Das sind diese Wagen, okay. Ist jetzt auch nicht so prickelnd, ne? Das ist das, was Tante Mimi geschrieben hatte, ne? Dass ich die Dingens darüber fahren lasse, den Zug. Ah, den Bahnhof ändern. Was kostet denn mich das? Güterkopfbahnhof. Wenn ich den jetzt drehe. Wir warten jetzt noch drehen, ne? So. Und zweigleisig. Kostet uns 300. Ach, das ist gar nicht so teuer. Machen wir gleich volle Länge hier. So wäre jetzt auf jeden Fall angeschlossen. So wäre allerdings nur Dingens, wie heißt es? Zweigleisig möglich, ne? Viergleisig wäre schon cool, oder? Millionen. Brauchen wir? Nein, wir brauchen nicht viergleisig. Zweigleisig reicht aus. Dahin, oder? Zack. Und dann da raus. Gleise. Oh ne, das wird ja schon mal falsch sein, ne? Das wäre jetzt richtig, glaube ich, oder? Und das ist auch richtig.
Aber jetzt müssen wir hier nur so Kreuzweichen noch rausbasteln, oder? So, da muss ich glaube da raus und dann hier rein und dann sage ich da ja. Und dann passt das schon. Strom ist schon automatisch dran, ne? Sehr gut. Und sag jetzt nicht, ich wollte schon gerade sagen, ich habe einen Passagierbahnhof gebaut. Das wäre der Hammer gewesen, oder? So, und dann müssten wir natürlich die Linie ändern, ne? Linie 26 fährt demnächst woanders hin. Linie verwalten. Was ist das hier unten? Leitzgau. So. Ich glaube, ich muss da noch eine Kreuzweiche reinbauen, oder? Oder muss ich? Weiß ich nicht. Okay. Geht nicht. Warum nicht möglich, ist klar, weil ich wollte auch hier hin und nirgendwo anders. Stopp, da war's. So, dann haben wir hier auch wieder so eine Kreuzweiche geschaffen, oder? Und ja, das soll so sein. Und da hinten wird schon aufgelastet, ne? Ja, aufgelastet, sag ich schon, das ist cool, ne? Ja, und der kann jetzt hier nicht mehr weg, oder was? Was haben wir denn da gemacht? Fahrzeug verwalten und zum Depot schleppen, oder wie war das? Oh, da haben wir aber Glück gehabt, ey. Angehalten. Wie war denn diese Option hier? Alle Fahrzeuge ins Depot schicken? Also läuft jetzt hier falsch. Unterwegs ins Depot. Der steht jetzt auch noch hier. Irgendwie läuft gerade was falsch. Oh Mann. Ich glaube, das müssen wir in der nächsten Runde entschlüsseln, was ich hier für Mist gebaut habe. Ja, der kann zwar darüber, aber nicht darüber, ne? Stehen beide auf ja, okay. Okay, das müssen wir in der nächsten Folge dann machen. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.